الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على سوكوة الله دم هاند فلتن الله زيغن وهايل بم هاسشكايت درخن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, die beste Rechtleitung, die besten Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und alle guten Dinge sind in dem Befolgen der uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen und alle schlechten Dinge bestehen in denjenigen Dingen und bestehen darin, dass man den Menschen, die nach ihnen erst gekommen sind, gefolgt ist. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, zu seiner Weisheit gehört es, dass er das Prüfen der Menschen zu einer Regel gemacht hat innerhalb seiner Schöpfung. Durch das Prüfen der Menschen werden die Schlechten von den Guten sortiert. Und dadurch wird der Mensch immer wieder, dadurch wird der Mensch sich immer wieder zuwenden zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dadurch wird der Gläubige vom Ungläubigen klar. Und dadurch wird der Ehrliche vom unehrlichen Menschen klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, glauben die Menschen etwa, oder haben die Menschen etwa gedacht, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie gesagt haben, wir glauben? Haben sie gedacht, dass sie nicht auf die Probe gestellt werden? Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin, oder habt ihr etwa gedacht, ihr würdet den Paradiesgarten betreten, noch bevor zu euch das Beispiel derjenigen Menschen kommt, die vor euch gelebt haben? Es hat sie Not und Leid heimgesucht und es hat sie erschüttert, etwas erbeben lassen, bis sogar der Gesandte und die Leute, die gläubig waren mit ihm, gesagt haben, wann kommt endlich der Sieg? Und Allah sagte, wahrlich, der Sieg Allahs ist nah. Und Allah Azza wa Jalla, liebe Geschwister, und das ist eine Sache, von der der gläubige Mensch 100% überzeugt sein muss. Jede Katastrophe und jedes Leid und jedes Übel und jeder Krieg und jede schlechte Sache, die es auf dieser Welt gibt, Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, wenn er will, braucht er dazu nur sagen, sei, und dann ist es schon vergangen. Er braucht nur sagen, sei, und die Krankheit ist weg. Er braucht nur sagen, sei, und das Unheil ist vermieden. Er braucht nur sagen, sei, und der Krieg ist zu Ende. Er subhanahu wa ta'ala hat die Macht dazu, aber liebe Geschwister, er möchte subhanahu wa ta'ala die Menschen auf die Probe stellen. Warum? Er sagte, damit Allah weiß, wer die Ehrlichen sind, und damit Allah weiß, wer die Lügner sind. Liebe Geschwister, damit Allah weiß, wer ehrlich ist, wenn er sagt, ich bin ein Muslim, ein Gottergebener für meinen Herrn, ich bin mit ihm als Herrn zufrieden, mit dem Islam als Religion und mit den Propheten als Gesandten. Ich bin zufrieden mit dem, was Allah mir zugeteilt hat und ich bin zufrieden mit dem, was Allah an Gesetzen offenbart hat. Ich bin zufrieden mit dem, womit mich Allah versorgt hat und ich bin zufrieden mit dem, was Allah mir anbefohlen hat und ich bin zufrieden mit dem, was Allah mir verboten hat oder dass man sieht, dass der Mensch in Wirklichkeit lügt, denn in Wirklichkeit ist er nicht seinem Herrn ergeben, sondern er ist seinem Verstand ergeben oder er ist seinem Sektenführer ergeben oder er ist seiner eigenen Neigung ergeben oder er ist unzufrieden mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm versprochen hat oder was Allah azza wa jall ihm zugeteilt hat in diesem Leben. Der gläubige Mensch, liebe Geschwister, lässt sich durch gar nichts ins Wanken bringen. Er lässt sich durch nichts erschüttern, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn prüft. Durch eine Krankheit, so weiß er, dass es Menschen gibt, die ihn noch durch stärkere Krankheiten geprüft hat. Und so weiß er, dass Allah im Koran al-Karim Beispiele gebracht hat, die, wenn wir das uns verinnerlichen, ist das, worin manche Menschen sich befinden, nichts im Vergleich zu dem, was Menschen vor uns waren. Und deswegen hat uns Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim die besten und edelsten Beispiele gebracht, sodass jeder Mensch sich trösten kann, wenn er diese Geschichten liest. Lest zum Beispiel, liebe Geschwister, die Geschichte von Ayyub, auf Deutsch Hiob, möge Allah subhanahu wa ta'ala Segen und Heil auf ihm sein. Dieser Prophet Ayyub, der über ihn sagte, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, im Tafsir, dass er 18 Jahre lang an einer Krankheit litt. 18 Jahre, liebe Geschwister, litt er an einer Krankheit. So lange an einer Hautkrankheit, bis sein gesamter Körper erkrankt war und dass nicht einmal die Stelle, die so groß ist, um darin eine Spritze anzusetzen, noch gesund wäre. Das Einzige, was an seinem Körper noch gesund war, war sein Herz.
Und diese, liebe Geschwister, dieses, nachdem er sich zuvor in Wohlstand befand, nachdem er zuvor Reichtum besaß, nachdem er zuvor Kinder hatte, nachdem alles, liebe Geschwister, hat Allah ihm diese Sache weggenommen und auf die Probe gestellt, sodass sogar es heißt, liebe Geschwister, dass man ihn auf einen Müllhaufen geworfen hat, weil man es nicht mehr mit ihm ausgehalten hat. Möge Allah Azza wa Jal ihn belohnen für diese Geduld, die er gehabt hat. Alle Menschen haben sich von ihm abgewandt. Seine Freunde, seine Verwandten, bis auf eine Person, und das ist seine Ehefrau gewesen. Möge Allah mit ihr zufrieden sein, denn sie hat ihn niemals im Stich gelassen und sie ist mit ihm geblieben, morgens und abends, und hat ihm gedient, und sie ist nur hinausgegangen aus dem Haus, damit sie ihr Brot verdienen kann für sich und ihre eigene Familie. Als es aber irgendwann mal zu viel war und als Allah subhanahu wa ta'ala, als die Zeit, die Allah azza wa jal für ihn bestimmt hat, für die er erkrankt sein soll, hat er irgendwann mal seine Hände gehoben und zum Herrn der Welten und zum Gott aller Gesandten gebeten, gefleht und gesagt, mein Herr, mich hat Unheil widerfahren und du bist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Daraufhin hat Allah Azza wa Jal ihm sein Gebet akzeptiert und hat es erhört, denn er ist der Al-Abama, er ist der Barmherzigste aller Barmherzigen, und er hat ihm anbefohlen, aufzustehen und auf den Boden einmal zu treten, und daraufhin kam eine Wasserquelle hinaus, in der er sich durch die er sich gewaschen hat, und so war seine gesamte Krankheit geheilt, und dann äußerlich, und dann hat er noch einmal auf den Boden gestampft, und dann hat Allah eine weitere Wasserquelle vorgebracht, und wovon er getrunken hat, und daraufhin war er auch innerlich geheilt, genauso wie er äußerlich geheilt war. Liebe Geschwister, und wenn du geprüft wirst in Bezug auf deine Kinder, so liest du im Koran al-Karim, dass Allah Azza wa Jal den ersten Gesandten Nuh alayhi salatu wassalam geprüft hat, indem er sogar seinen eigenen Sohn hat sterben lassen in dieser Sintflut und auch noch dazu als ungläubiger Mensch. Was gibt es Schlimmeres als das? Und wenn du geprüft wirst in Bezug auf deine Heimat, die du verlassen hast, gegen deinen Willen und du nicht mehr zurückkehren kannst, so hat Allah Azza wa Jal den Besten aller Geschöpfe und den Gesandten der Menschheit, er hat ihn geprüft und er musste ebenfalls seine Heimat verlassen. Und liebe Geschwister, ist euch aufgefallen bei diesen drei Beispielen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Nuh alaihi salam und Ayyub alaihi salam, bei all diesen Beispielen, liebe Geschwister, sie haben eine Sache gemeinsam. Wenn Allah Azza wa Jal den gläubigen Menschen liebt, dann prüft er ihn in Bezug auf eine Art von Prüfungen. Und zwar geht es um sein Leben in diesem Leben. Es geht um sein Diesseits. Es geht um weltliche Dinge. Die Prüfung war entweder von körperlicher Art, der eine war krank, oder es war vom Vermögen her, er hat sein Vermögen verloren, oder es war in Bezug auf seine Familie, die Nuh alayhi salam. Aber Allah Azza wa Jal, er hat diese Menschen geprüft, um sie zu erhöhen. Aber wenn du geprüft wirst, lieber Bruder, liebe Schwester, in anderen Angelegenheiten und dort nicht bestehst, dann wisse, dass das eine gefährliche Angelegenheit ist. Und damit meine ich, wenn man in Bezug auf seine Religion auf die Probe gestellt wird. Und wie zum Beispiel manche Personen, die darauf beharren, Allahs Gesetzen zu widersetzen, und wenn man ihnen sagt, dann sagen sie, Alhamdulillah, es gibt andere, die noch schlimmere Sünden begehen als ich. Und solche Aussagen, liebe Geschwister, sind sicherlich gefährlich. Und um das zu bestätigen, dass der gläubige Mensch, wenn er von Allah geprüft wird in weltlichen Dingen, dass das ein gutes Zeichen ist. Und dass er gerade weitermachen soll und dass er noch standhafter fest werden soll und Allah eigentlich nur sein Iman stärken soll, sind die folgenden Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der erste ist in Sahih Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Muslim, der durch einen Stachel oder etwas Schlimmeres gestochen wird, er wird um eine Rangstufe erhöht und ihm wird eine Sünde vergeben. Weltliches. Der Prophet sagte weiterhin, der gläubige Mensch, der gläubige Mann und die gläubige Frau, sie werden hinsichtlich ihres Körpers und ihrer eigenen Kinder und ihres Vermögens so lange auf die Probe gestellt, bis sie Allah am Tag der Auferstehung entgegenstehen, bis sie Allah entgegenstehen, Yawm al-Qiyam also, und sie haben keine Sünde mehr, die auf sie lastet. Das heißt, Allah Azza prüft dich in Bezug auf deinen Körper, in Bezug auf dich selbst, auf deine Kinder, was um dich herum ist, dein Vermögen, aber er wird dich nicht prüfen, er wird dich nicht reinfallen lassen auf eine bestimmte Sache, damit deine Religion dadurch leidet, darunter leidet, wenn du zu den ehrlichen und wahrhaftigen Menschen gehörst, inshallah ta'ala. Ebenso sagte der Prophet
Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass diejenigen Menschen, die am stärksten auf die Probe gestellt werden, sind die Propheten und danach die danach kommen und danach die danach kommen, gemeint sind an Rangstufen, was Iman angeht. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jeder Mensch wird gemäß seiner Religion, gemäß seinem Iman auf die Probe gestellt. Wenn seine Religion stark ist im Herzen also, dann wird die Prüfung stark ausfallen, und wenn seine Religion weich ist, dann wird seine Prüfung dementsprechend leicht ausfallen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und der Mensch wird so lange geprüft werden, bis er auf der Erde umherläuft und keine einzige Sünde mehr auf ihn lastet. Das ist der gläubige Mensch, und deswegen freut sich der gläubige Mensch, der vollkommen gläubige Mensch, über jede Prüfung, denn wenn er sie besteht, ist es ein Zeichen von Allah Azza wa Jal, dass er ihn reinigen möchte vor jeder Sünde, noch bevor er dieses Leben verlässt. Und dieser dritte Hadith ist in der Tirmidhi überliefert, und er sagte, Hasanun Sahih. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, jeder Schicksalsschlag, der dich trifft, in Bezug auf dein Geld, dein Vermögen, deine Kinder, deine Eltern, das ist nichts, das ist vorbei und endet, sobald du gestorben bist. Aber jede Prüfung oder jeder Schicksalsschlag, lieber Bruder, liebe Schwester, der sich bezieht auf deinen Iman, das heißt, indem du Sünden begehst, da beginnt das Problem, nicht nur in diesem Leben, sondern wirklich beginnt es nach dem Tod. Liebe Geschwister, Standhaftigkeit in der Religion ist wenn eine Person standhaft ist in der Religion, das ist ein Beweis dafür, dass Allah Azza wa Jal für sie Gutes will. Es ist ein Beweis dafür, dass die Person gut über Allah denkt. Es ist ein Beweis dafür, dass diese Person vollkommene Gewissheit im Herzen hat. Es ist ein Beweis dafür, dass diese Person den Islam auf schöne Art und Weise ausübt. Denn Allah Azza wa Jal sagt im Quran al-Karim, O die ihr glaubt, ja ihr alladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Was bedeutet, O die ihr glaubt, wenn ihr Allah unterstützt, dann wird er euch unterstützen und er wird euch festigen. Und deswegen, der gläubige Mensch, der gefestigt läuft, da kannst du schlussfolgern und wissen, dass Allah Azza wa Jal ihn deswegen festigt, weil er sich für die Religion Allahs einsetzt. Liebe Brüder und liebe Schwestern, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran al-Karim klar gemacht, dass das Festigen eine Gunsterweisung Allahs ist, Azza wa Jal. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Er sagte, hätten wir dich nicht gefestigt, hättest du wohl beinahe bei ihnen ein wenig Stütze gesucht. Insofern, wer das an sich merkt, dass Allah ihn unterstützt und ihn festigt, er soll Allah Azza wa Jal danken und niemandem sonst, und er soll weitermachen und andere Menschen ebenfalls darauf hinweisen. Liebe Geschwister, der gläubige Mensch wird gefestigt, wodurch? Er wird gefestigt, je nachdem, wie stark er La ilaha illallah umsetzt. Allah Azza wa Jal sagt im Quran al-Karim, dass er diejenigen Menschen mit dem beständigen Wort festigt in diesem Leben und im Jenseits. Allah festigt die gläubigen Menschen mit den beständigen Worten La ilaha illallah in diesem Leben und im Jenseits. Je stärker dein Gottvertrauen, je stärker deine Gewissheit in Allah Azza wa Jal, je stärker deine Umsetzung ist der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, desto stärker wird die Festigung sein von Allah Azza wa Jal. Und dann kommt eine Fitna dir entgegen wie ein Berg, aber sie kommt dir vor wie gar nichts. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der gläubige Mensch, der starke gläubige Mensch, ist Allah lieber als der schwache gläubige Mensch. Aber in beiden steckt Gutes, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Sicherlich ist das Beten zu Allah und das ihn um Hilfe bitten, dass er einen festigt, einer der stärksten Ursachen, dass Allah Azza wa Jal die gläubigen Menschen festigt. Deswegen bittet Allah Azza wa Jal darum in euren Niederwerfungen, bittet Allah Azza wa Jal darum im letzten Teil der Nacht, bittet Allah Azza wa Jal darum nach den Pflichtgebeten. Das sind alles Zeiten, in denen Allah Azza wa Jal inshallah das Gute annimmt. Und manche Menschen sagen, mein Dua wird nicht erhört. Wehe dir, lieber Bruder, wenn du wüsstest, wie es dir gehen würde, wenn Allah Azza wa Jal deine Bittgebete gar nicht erhören würde, das wäre eine Katastrophe. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass der Mensch, wenn er Dua macht, dann es kann sein, dass er nicht genau das bekommt, was er eigentlich wollte, aber stattdessen Allah subhanahu wa ta'ala befreit dich von irgendeinem schlechten Schicksalsschlag, das dich hätte getroffen, wenn du diesen Dua nicht gemacht hast. Und insofern, nur Allah weiß, wie viel Übles er von dir bereits abgewandt hat. Deswegen sag niemals, dass dein Dua nicht erhört wird. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn Allah Azza wa Jal, jeder von uns weiß, welche
Situation oder welche Sachen die gläubigen Menschen heutzutage in der muslimischen Welt durchmachen. Und wir sollten wissen, dass Allah Azza wa Jalla imstande ist, mit dem Wort sei, dann ist es. Mit dem Wort sei kann er jede Sache beenden und auf den Kopf stellen, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Aber Bedingung dafür ist, dass man sich an seine Religion festhält. Dass man stolz ist auf das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala. Dass die Loyalität Allah Azza wa Jalla ganz alleine gilt und für niemanden anderes. Das ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und schaut einmal, was er gesagt hat zu guter Letzt. Er sagte, bis Allahs Befehl kommt, wird es immer eine Gruppe meiner Gemeinde geben, die offensichtlich der Wahrheit folgt. Bis der Tag der Auferstehung also eintrifft, wird es immer eine Gemeinschaft geben aus der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihr wisst, sie ist zersplittert. Keiner zweifelt daran, keiner leugnet das. Aber es gibt immer eine Gruppe, die an der Wahrheit festhält. Und das, liebe Geschwister, ist genau die gleiche Gruppe, die auch damals an der Wahrheit festgehalten hat. Und das ist diejenige Gruppe, die sich an die gleichen Quellen festhält, wie die Gruppe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wissen, dass es heutzutage viele Gruppen gibt. Aber die Gruppen, wann sind sie entstanden? Die einen heißen so, die andere heißen so. Jede Gruppe ist genannt worden nach irgendeinem Menschen. Und so wissen wir, dass das niemals die Gruppe sein kann, von der der Prophet gesprochen hat, sallallahu alaihi wasallam, außer die Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Denn sie ist diejenige Gruppe, die sich dem Koran zuschreibt und der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreibt und der Gemeinschaft der gläubigen Muslime der ersten Generationen. Deswegen muss diese Gruppe diejenige sein, weil sie schon immer da war und sie schon immer und sie auch immer da bleiben wird, im Gegensatz zu allen anderen Gruppen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch festigen, dass wir als Gläubige, die an der Sunna festhalten, sterben und auferweckt werden in der Schar des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah unsere Herzen und eure Herzen gemeinsam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen so stark machen, dass jede Fitna, die uns entgegenkommt, dass wir sie mit einem, dass wir sie ganz einfach mit dem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala bestehen können. Er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.